Nachtschläfer sind hörnchenähnliche Kleintiere mit Erkennungsmerkmal Zorro-Maske. Wie etwa auch die Siebenschläfer gehören sie zu den Bilchen, einer Familie der Nagetiere. Ursprünglich sind diese in Europa, Asien und Afrika verbreitet und leben in Bäumen und Büschen. Wo ihnen der Mensch jedoch zunehmend den Lebensraum raubt, erobern die kleinen Charmeure sich gerne den Dachstuhl oder Keller von Gebäuden. Während die Gartenschläferpopulation in Wiesbaden wächst, ist die Bilche-Gattung in Deutschland vom Aussterben bedroht und auch im restlichen Hessen stark gefährdet. Es werden keine Nistkästen oder Futterstellen aufgehangen und das ist wirklich ein großes Problem. Ja, also der Gartenschläfer oder allgemein die Bilche werden regelrecht vertrieben. Nadine Verfort betreibt in Wiesbaden-Dotzheim seit 2012 privat die Wildstation Bilche. Also mein Herz schlägt schon immer für Tiere, schon seit Kindesalter interessiere ich mich dafür. Und ja, neben unseren Kobolden haben wir natürlich auch noch andere Tiere und haben so einen kleinen Zoo. In Zusammenarbeit mit Tierheimen, Tierarztpraxen und Tierkliniken werden Wildtierfunde an die Wildstation weitergeleitet. Die Anfrage ist sehr groß. Die Leute fahren sogar 200 Kilometer hierher, um die Tiere zu uns zu bringen. Hier werden die Tiere je nach Entwicklungsstand und Verfassung in Aufzuchtboxen, Käfigen und Volieren untergebracht, registriert und versorgt. Wir haben jetzt im letzten Jahr über 160 Tiere aufgenommen und konnten da den größten Teil auch auswildern und aufziehen. Also ihr Alltag besteht eigentlich darin, tagsüber zu schlafen, gerne auch in kleineren Gruppen, das ist einfach gemütlicher. Und nachts geht es dann Party machen, das heißt, sie wachen dann auf, gehen auf Futtersuche. Der Winterschlaf beginnt meistens ab September, Oktober und geht dann bis April, Juni, wo die Kleinen dann wieder aufwachen und dann auf die Brautschau gehen und dann ihre Jungen bekommen. Nadine Verfort kümmert sich allein um alle Aspekte von Buchhaltung über Fütterung und Auswilderung der Tiere. Allein nur ich kann das nicht retten, also da wäre es halt schon gut, wenn die Bevölkerung einfach mehr was für den Gartenschläfer macht. Aktuell betreibt Nadine Verfort ein Kartierungsprojekt, um das lokale Vorkommen der Tiere systematisch zu erfassen, sowie dem Grund ihres Verschwindens auf die Spur zu kommen. Deswegen möchten wir halt diesen Aufruf starten, dass die Leute in Wiesbaden und Umgebung sich bitte bei uns melden und Bescheid sagen, wenn sie Bilche haben, damit wir die Daten aufnehmen können und dann wirklich von Kartensystem sehen können, wo die Bilche noch vorhanden sind.